Und fühlt? Fühlt ihr euch jetzt anders? Ich weiß nicht. Versucht es mit einem Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Das erwähntet ihr möglicherweise schon. Sollte ich es verraten? Okay, drückt B, um einen Zauber zu wirken. Mal gucken. Es hat funktioniert! Ihr seid eine Heldin. Das habe ich niemals bezweifelt. Also, ich natürlich auch nicht. Trotzdem. Es hat funktioniert. Okay, also auf B haben wir einen Umgebungsangriff, wie wir hier sehen. Mana haben wir anscheinend nicht. Oder? Und dunkel. Ihr hattet es doch nie mit engen Räumen, oder, Sir Walter? Ich hätte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enthaupten zu lassen. Na und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Wie wäre es, wenn ich den Butler am Kopf treffe? Ja, naja, warum auch nicht? Jeder hat seine Schwächen. Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Genau, ist doch eine schöne Höhle. Und da fällt doch auch Tageslicht rein. So hell wäre es doch sonst gar nicht. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar eine Heldin, aber ich bin ganz allein. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. Und viele werden auch kämpfen wollen. Aber sie brauchen eine Anführerin. Jemand, an den sie glauben. Eine Revolution. Oh, wir haben auch einen Fernangriff, wie ich gerade sehe. Das ist nur eine Richtungstaste mit dem Feuerzauber. Und wenn Walter jetzt endlich mal fertig ist... Okay, wir können einen stärkeren Zauber machen, indem wir B gedrückt halten. Dann wird der Radius erhöht. Ja, ich setze den Zauber gegen sie ein. Noch mehr? Oh, hier sind noch ein paar. Da, da. Wunderbar. Toll. Habt ihr es gesehen, Jasper? Habt ihr es gesehen? Ja, euer Vater wäre sehr stolz, Madam. Ich bin's jedenfalls. Kommt. Und auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Wie auch immer. Das war ein erster Beweis eurer Fähigkeit. Ihr seid die Anführerin, die dem Land eine Revolution bringen wird. Fledermäuse sind nur der Anfang. Okay, also. Wir haben einen Schuss, wir haben einen Umgebungsangriff und wir können den Angriff aufladen. Und das alles mit einer Taste. Wir werden noch zwei andere Waffenarten bekommen, aber das ist schon ein ziemlich gutes Repertoire, wie ich finde. Und unseren Hund hier, der hat auch sehr schöne Eigenschaften. Der wird uns sehr hilfreich sein auf den Reisen. Dazu werde ich aber auch später kommen. Springen können wir übrigens nicht. Genauso wie im ersten Fable. Und was ihr hier seht, was hier rumfliegt, sind Teile von Gildensiegeln. Also praktisch Erfahrung. Und auf der linken Seite seht ihr, wie sich die Gildensiegel auffüllen. Und mit denen können wir dann auf der Siegesstraße neue Fähigkeiten kaufen. Heißt also, Gegner besiegen, um Erfahrung und Gildensiegel zu sammeln, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Na, komm her. Beeindruckende Vorstellung, Madam. Unfassbar, dass ich heute Morgen noch eure königlichen Kleider zurechtgelegt habe. Jetzt bin ich Monsterfutter. Ihr gewöhnt euch daran. Haltet euch jetzt lieber die Nase zu. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. In Ordnung. Na toll, und ich stehe mittendrin. Vielleicht auch die Augen, Jasper. Mehr Fledermäuse. Erledigt noch ein paar Fledermäuse. Also wenn jetzt im späteren Verlauf die Charaktere nicht mehr ganz so viel erzählen, dann komme ich auch wieder mehr zu Wort. Den Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Wir haben übrigens auch einen aufgeladenen Fernangriff. Ah, was für ein Geschmack. Sieht auch ganz cool aus.
Wir müssen in der Nähe vom Bowerstone-Industriegebiet sein. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Aber wir sollten aus der Stadt herauskommen, sobald wir an der Oberfläche sind. Was ist hier? Das sieht ja noch nicht nach Ende aus. Was ist das hier? Das ist wohl eine Sackgasse. Ja, genau. Nicht ganz. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Kallestor. Ah. Das ist eine Art magisches Transportsystem für Helden. Und ich habe geglaubt, es gibt keine Kallistore mehr. Anscheinend gibt es mindestens noch eins. Euer Vater muss es hier für den Fall der Fälle postiert haben. Das ist dasselbe Symbol, das wir bei der Gruft gesehen haben. Ob es wohl genauso aktiviert wird? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ihr wisst, wie es geht. Genau. Raufstellen und ein Angriff. Ein Magieangriff. Zeigen, dass wir ein Held sind. Schupp, weg sind wir. Die anderen beiden? Ah, die kommen mit. Na wunderbar. Der fällt erstmal um. Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch, da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Für Jasper? Das ist schon möglich, aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Okay, und was jetzt? Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das bloß anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten, aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen können, dann ist es eine Heldin. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Okay, also was wir hier sehen, ist im Prinzip das Hauptmenü. Sobald Jasper das hier hergerichtet hat und sauber gemacht hat und alles schick ist, werden wir mit einem Drück auf Start oder Escape sofort hierher reisen können, um hier zum Beispiel das Spiel zu speichern oder unsere Ausrüstung zu wechseln. Ist wirklich so absurd, wie es klingt. Es ist das Hauptmenü. Es ist wirklich eigentlich eine tolle Idee. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Ja, die anderen Sachen, da waren wir halt noch nicht, da können wir nicht hinreisen, sowas kennt man ja schon. Das Vagabundenlager ist das einzige, wo wir momentan hin können, alles andere müssen wir zu Fuß erkunden. Aber das ist ja kein Problem, wir müssen ja sowieso erstmal hier hin. Und wir haben ein Geschenk bekommen auf der linken Seite. Und noch eins. Das findet sich dann im Unterschlupf. Darauf komme ich auch noch zurück. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Kommt, die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Ja, es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden, aber nicht, dass es so schlimm ist. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einer Prinzessin. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm.
Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger Majestätisches. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Nicht aus Brightwall. Sie brauchen es dringend. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt wünscht mir Glück. Genau, so einfach ist es. Wir nehmen jetzt 500 Gold. Das ist schon ziemlich viel. Und hier sehen wir jetzt bei jedem Bürger, dass der eine Anzeige hat. Neutral okay, die kleinen Kinder jetzt nicht. Hier nehmen wir mal einen Erwachsenen. Wenn wir nicht bald Essen bekommen, der hat jetzt hier, der ist es auf neutral. Aber wir werden ihm mal die Hände schütteln. Und mal zum richtigen Zeitpunkt loslassen, wie ich das sagte. Jetzt. Und jetzt haben wir die Beziehung zu dieser Person verändert. Und wir können weitere Ausdrucksmittel zeigen, um sie, um die Beziehung weiter voranzutreiben. Können wir es machen und dann wird er irgendwann ein Freund und dann gibt er uns Aufträge und irgendwann verliebt er sich in uns. Das sind so eine Sachen, das werden wir alles noch machen. Aber hier wollen wir erstmal was kaufen. Nämlich das Vagabundenkostüm für Damen. Und das kaufen wir einfach mal komplett. Also nicht nur das Kopftuch oder den Mantel, sondern alle Kleidung. 301 Gold brauchen wir dafür. Gekauft. Hallo, Madam? Jasper hier. Hallo, benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Solange ihr das Siegel tragt, können wir frei miteinander kommunizieren. Und nicht nur das, ihr könnt bei Bedarf auch jederzeit in den Unterschlupf zurückkehren. Dürfte ich das nun anregen und ihr legt die neue Kluft an? So läuft es. Start und wir sind im Unterschlupf. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Wunderbar, hier können wir unsere Kleidung ändern. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Naja klar, wir haben ja gerade nichts anderes. Naja, sieht doch fresh aus. Es gibt übrigens in Fable 3 nur Kleidung. Es gibt keine Rüstung, die irgendeinen besseren Wert hat. Es ist alles nur kosmetischer Natur. Na also, ihr seht wie eine Vagabundin aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Wieso? Sieht doch bequem aus. Bequemer als unser königliches Gewand. Jetzt können wir hier raus, einfach Start drücken und sind wieder im Vagabundenlager. Jetzt, da ihr angekleidet seid, solltet ihr zu Sir Walter zurückkehren. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel hört. Erstmal wollen wir denen noch etwas Gutes tun. Wir wollen denen hier nämlich mal Geld geben. Eine Methode, Anhänger zu gewinnen, ist mit Leuten zu interagieren. Versucht es. Ihr werdet sicher Eindruck schinden. Ja, da bin ich sicher. Deshalb geben wir dem mal ein bisschen Geld. Das ist sehr nett von euch, Fremde. Wirklich, sehr nett. Danke. Seht ihr, so wenig Geld gibt schon so viel. Da haben die schon so viel von. Und da werden wir wirklich gut durch. Wann hat diese Qual ein Ende? Da wir bekommen hier auch Gildensiegel, weil wir den Leuten Gutes tun. Die können sich jetzt was zu essen kaufen und sind alle ein Stück weit glücklicher hoffentlich. Auch den Kindern. Die können das auch gebrauchen. Wo kommt ihr plötzlich her? Habt ihr was für mich? Klar habe ich was. Ich habe für alle was. Wäre jetzt ein bisschen langwierig, alles zu verschenken. Aber das, wir machen jetzt einfach mal bei allen, die wir hier treffen, denen wir begegnen. Und dann gehen wir wieder zu Walter. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht euch. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und... Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Kommt. Okay, dann treffen wir jetzt den Anführer der Vagabunden. Das ist ein wichtiger Charakter, unser erster Verbündeter. Mit der Zeit. Aus dem Weg, Boulder. Ich kann nicht sehen. Welch Glanz in unserem Heim. Eine echte Prinzessin. Ein sehr weiter Weg vom Schloss. Prinzessin. Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört.
Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Oh, wir sind kampfbereit. Aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir. Ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Stimmt das nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, eine Heldin seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfungen und finden die Reliquien darin. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Drittens, beweist, dass ihr eine Anführerin seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. War es das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Hey, na dann los. Schön, dass das Alter Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Brightwall Akademie gebaut. Ich brauche Albions was zu essen. Größte Bildungsstätte. Zumindest, bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel. Er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Brightwall wieder. Wenn ich diesen Logan erwische, bringe ich ihn um. Okay. Wo ist unser goldener Pfad? Achso, hier. Noch bei Walter. Okay. Da laufen wir dem erstmal weiter hinterher. Weil wir sollten uns ja trennen und es dann dort treffen. Der hat wieder diese ganz komische Geschwindigkeit. Ich krieg's nicht hin, so schnell zu laufen wie er. Es ist schön, mal etwas Nützliches zu tun.